Das Haus Anne-Sophie in der Künzelsauer Altstadt. Ein feines Hotel mit stilvollem Ambiente und erlesener Küche. Ein besonderes Hotel mit außergewöhnlichen Mitarbeitern. Die Hälfte von ihnen ist behindert. Die Initiative zu diesem bemerkenswerten Projekt ging von Carmen Wirth aus, der Ehefrau des Unternehmers Reinhold Wirth. Ja, durch das, dass ich ja selber betroffen bin durch unseren behinderten Sohn, da habe ich halt die Sorge selber gehabt und auch die Sorgen und die Nöte empfunden von anderen Eltern. Der Wunsch, etwas für die Integration von Menschen mit Behinderung in den ganz normalen Arbeitsalltag zu tun, hatte Carmen Wirth schon seit vielen Jahren umgetrieben. Bis ganz plötzlich dieses Haus zum Verkauf wurde, als die Polizei ausgezogen ist, wurde das an uns herangetragen. Und dann kam mir schlagartig die Idee, jetzt oder nie. Ein ganz entscheidendes Element der Hotelkonzeption, keine Kompromisse, wenn es um Qualität, Stil und den Wohlfühlfaktor geht. Also wenn man unsere Gästebücher durchliest, da sage ich oft, ich weiß nicht, ob es nochmal so ein Hotel gibt, das in so kurzer Zeit so viel positive, so viel schöne, wunderbare Eintragungen hat, wie wir in unseren Gästebüchern. Und das sagt eigentlich schon alles. Was kein Kritiker geglaubt hätte, Menschen mit Behinderung zu begegnen, wird als wohltuend empfunden. Die haben keine Maske auf. Die sind so, wie sie sind. Die sind wie irgendwo Kind geblieben. Natürlich verlangt die Anleitung der Kolleginnen und Kollegen den nicht behinderten Fachkräften einiges ab. Keine von ihnen hat eine spezielle pädagogische Ausbildung. Also es war im ersten Moment Neuland, aber nach 2 Wochen ist das normal. Und man sieht auch diese Menschen, man sieht auch die Behinderung nicht mehr. Also es sind Kollegen wie jeder andere auch, die ihre Arbeit machen. Nur dass sie viel herzlicher sind und dass bei uns im Haus einfach durch die Zusammenarbeit der Ton ganz anders ist. Und das spürt auch jeder. Und das kommt auch von unseren Fachangestellten zurück. Ist zwar oft stressig, oftmals, aber es ist einfach ein anderer Stress, es ist ein angenehmer Stress. Es kommt ziemlich viel zurück, was man jetzt in anderen Betrieben vielleicht nicht hat. Es kommt viel Dank zurück und viel Lob und man lacht auch ziemlich viel. In der hauseigenen Konditorei entstehen geradezu künstlerische Leckereien. Nicht nur für den Eigenbedarf des Hotels Anne-Sophie. Die Qualität muss halt, steht im Mittelpunkt auch und das ist schon wichtig. Und die machen dann auch oft Arbeiten, wo sie dann wirklich können. Und bei schwierigeren Aufgaben, so wie jetzt so die Herzen, dann ist dann auch immer wirklich jemand dabei, der dann danach guckt. Das ist schon wichtig. Süße Mitbringsel für das Sommerfest des Bundespräsidenten. Die sind jetzt extra aufgemacht für den Tag, weil ja bei uns die Gastlichkeit von Herzen kommt, quasi so als Symbol. Die behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit faszinierendem Engagement und unbändigem Lernwillen dabei. Aber immerhin, wir haben sehr viele Bereiche, wo man einen behinderten Menschen einsetzen kann. Und je nachdem, wie er fähig ist, sich zu entwickeln, hat er hier natürlich schon eine Chance, sich entfalten zu können. Und da sind wir natürlich auch wieder gefragt, inwieweit können wir ihn fördern und wo ist dann die Grenze? Bei mir ist es mit der Konzentration, ich kann mich nicht so viel konzentrieren, aber wenn ich dann bei einer Sache dabei bin und weiß, was ich tue, dann kann ich das auch. Das langfristige Ziel ist es, Wege in eine Zukunft außerhalb des Hauses Anne-Sophie zu ebnen. Am 11. März 2007 feierte Künzelsau ein Fest, zu dem Carmen Wirth den Anstoß gegeben hatte. Vor allem wollten wir die Chance wahrnehmen, dass an diesem Tag mal ein Fest entsteht, das einen anderen Geist zeigt. Der Sinn dahinter, dass das möglich ist, mal sich gegenseitig kennenzulernen, dass man sich ein bisschen näher kommt. Und das war dann so die Idee da, ein größeres Fest zu machen, ein Fest der Begegnung. Gleichzeitig hatten die Besucher die Gelegenheit, die neu eröffnete Dépendance des Hotels Anne-Sophie zu besichtigen, den Würzburger Bau, wenige Schritte vom Stammhaus entfernt. Bei aller finanziellen Rückendeckung durch das Unternehmen Wirth wirtschaftet das Hotel gut und erfreut sich einer überdurchschnittlichen Belegungsquote. Die Erweiterung macht Sinn.
Sie haben sich an sich auch gewundert, dass wir in Kürze uns doch so gut entwickelt haben. Das haben sie uns wahrscheinlich auch gar nicht so zugetraut. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das doch gut hingekriegt haben. Das Projekt Haus Anne-Sophie wurde 2007 als Ort im Land der Ideen ausgezeichnet. Im Anschluss an das Fest der Begegnung nahm Carmen Würth den vom Bundespräsident Horst Köhler ausgelobten Preis entgegen, widmete ihn aber spontan ihrer Heimatstadt Künzelsau. Es haben ja viele Menschen auch mitgemacht. Es haben ja auch unsere Gäste, die uns unterstützen, die uns gern besuchen. Das sind Bürger aus der Stadt, die auch Menschen, die von weiter her kommen. Das automatisch denkt man, ich kann das nicht für mich alleine da nun beanspruchen, sondern es haben viele Menschen eigentlich dazu geholfen, uns auch wachsen zu lassen. Und wenn jeder so ein Stückchen Verständnis mitbringt und einfach auch die Ruhe und Geduld, so wie wir das hier auch bringen müssen auch manchmal, dann wäre das eigentlich ganz einfach. Aber es kommt ja auf die Sache an. Man kann auch in einem einfacheren Rahmen diese Idee umsetzen. Und wenn ich nur 5 oder 7 behinderte Menschen in einer Cafeteria, aber es muss der Geist stimmen. Ich denke, das müsste vielleicht manchmal noch viel mehr solche Institutionen geben, dass für viele Menschen das auch noch zu erreichen ist. Das Haus Anne-Sophie zeigt, es geht. Aber es gehört auch eine Menge dazu. Die Initiative, Glaube und Wille, die richtigen Partner und vor allem eine Geisteshaltung, die selten und deshalb so besonders wertvoll ist. Ich könnte nie leben oder ich kann auch überhaupt nichts machen, ohne dass mein Herz und mein Kopf dabei ist, egal was ich tue.